Hallo, mein Name ist Caro von Davanda und zweimal im Jahr präsentiere ich euch im Davanda Trend Report die aktuellen Highlights und Trends der Saison. Einer meiner ganz besonderen Lieblingstrends ist das Thema Pastell und deshalb habe ich heute eine schöne Anleitung für euch, wie ihr ganz schnell mit einem schönen Farbverlauf diese tollen Servietten machen könnt. Dafür brauchen wir das Fashion Spray von Marabu. Das ist eine Stoffsprühfarbe für helle Baumwolltextilien und Stoffe. Außerdem benötigen wir die Stoffservietten, für den speziellen Farbverlauf eine Schüssel mit Wasser und später zum Fixieren der Farbe noch ein Bügeleisen. Im ersten Schritt werden wir jetzt unsere Stoffserviette am unteren Rand etwas befeuchten, aber passt auf, dass sie nicht zu nass wird. Wenn eure Stoffserviette angefeuchtet ist, dann breitet sie am besten glatt vor euch aus. Ich habe jetzt hier noch eine Unterlage für den Tisch, damit der nicht schmutzig wird. Jetzt nehmen wir unser Fashion Spray, schütteln es nochmal kräftig durch und dann kann es schon losgehen. Jetzt könnt ihr anfangen, ganz leicht über euren Stoff zu sprühen. Und ihr seht schon, das geht mega schnell. Dadurch, dass wir jetzt unseren Stoff nass gemacht haben, können wir die Farbe noch so ein bisschen im nassen Teil einreiben und verteilen. Ihr könnt das Fashion Spray natürlich auch auf trockenen Servietten verwenden. Dadurch erzielt ihr einen kräftigeren Farbton und das zeige ich euch jetzt auch mal. Hier könnt ihr nochmal das Ergebnis sehen im direkten Vergleich. Diese Seite habe ich vorher nass gemacht, hier habe ich auf dem trockenen Stoff gearbeitet. Wir haben also ein sehr viel intensiveres Farbergebnis. Jetzt aber im Winter sind auch wieder Pastellfarben angesagt. Könnt ihr also überlegen, was euch besser gefällt. Ich finde beide Varianten sehr schön. Um unsere Farbe zu fixieren, müssen wir das Ganze jetzt noch ungefähr 3 Minuten bei Baumwolltemperatur bügeln. So sehen eure fertigen Servietten am Ende aus. Es ist wirklich ein ganz einfaches, schnelles DIY und eure Gäste werden begeistert sein. Noch ein kleiner Tipp, es gibt auch diese schönen Silhouette-Schablonen oder wenn ihr es noch ein bisschen personalisieren wollt, gibt es diese schönen Fashion-Liner, damit könnt ihr zum Beispiel einen Namen auf die Serviette schreiben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.